Hey ho Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Titan Quest mal wieder. Ja, es ist schon ein paar Tage her. Und das hatte den simplen, einfachen Grund, dass Corona mich erwischt hat, ja. Entgegen aller Erwartungen. Früher oder später ist wohl irgendwie dann doch jeder mal dran. Und dazu kann ich ein bisschen was sagen. In den ersten Tagen ging es mir richtig schlecht. Und das hat sich dann mit der Zeit wieder gelegt. Allerdings wollte ich nicht so wirklich gerne aufnehmen, solange meine Stimme noch so sehr kratzig und ja abbenutzt sich anhört, sage ich mal. Und es mir auch einfach ein bisschen schwer gefallen ist zu sprechen, ohne alle 3 Sekunden zu husten. Und das möchte natürlich keiner von euch hören. Von daher entschuldige ich mich, sollte ich heute in dem Part sehr viel husten und so. Es ist noch nicht ganz wieder weg, aber ich habe mir gedacht, ja, heute ist Sonntag, beziehungsweise heute ist eigentlich schon Montag. Sehr spät schon. Warum nimmst du nicht einfach mal wieder ein bisschen Titan Quest auf? Jetzt, wo ich mich schon wieder besser fühle. Wir befinden uns im Palast von Knossos. Es geht Richtung Ende des ersten Akts. Leider. Der erste Akt ist irgendwie wundervoll. Und ich habe das Gefühl, ich bin der Nächste, der hier sein Schild kriegen sollte, weil ich doch wieder gefokust werde hier von den ganzen kleinen Lizards. Aber naja, wir genießen mal die schöne Musik. Da muss ich auch nicht ganz so viel sprechen. Schreiende Dornen bringt leider nicht ganz so viel gegen Skelette. Unsere Helfer sind nach wie vor verdammt stark und wir kommen hier super gut durch. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass sie so krass rasieren, auch wenn ich voll auf volle Kanne Punkte in sie investiere. Du hast mich doch schon, wie stark der Bild hier sein kann. So, ein weiteres Schild für einen unserer beiden Wölfe. Dann fehlt nur noch einer. Ist das ein Hellmonster? Ja. Xerkos der Verräter. Und tot ist er. Achilles Tapferkeit hatte er bei sich. Was eine Ironie. Ein Verräter kann ja noch nicht gleichzeitig noch tapfer sein. Ein Verräter ist hinterlistig und feige. Ich bin aber wirklich gespannt, ob wir im zweiten Akt dann einen Stab finden, der noch krasser ist als unserer. Ich schätze mal schon. Aber der ist auch wirklich schon echt ziemlich gut. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass wir einen finden, der besser ist. Oh, hier finden wir Mechanikteile. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher jemals Mechanikteile gefunden haben. Die kann ich ja einmal ganz kurz zeigen. Ich glaube nämlich nicht. Ne, haben wir ja nämlich auch nicht. Mechanikteile kann man nur auf Torso-Rüstung verzaubern und sie bringen Gesamtgeschwindigkeit. Und Gesamtgeschwindigkeit beeinflusst Zaubergeschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Also ist schon sehr OP, wenn man sehr viel mit plus so und so viel Prozent Gesamtgeschwindigkeit hat. Hat ja unser Eichenherz auch hier. Seht ihr? Plus 10% Gesamtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich die Mechanikteile voll habe und ein gutes grünes Torso finde, was ich behalten möchte für eine Zeit lang, dann werde ich da wahrscheinlich die Mechanikteile auch raufklatschen. Wow, das war die beste Kiste aller Zeiten. Ich glaube, so eine schlechte Kiste hatte ich noch nie. Sogar in einem Knochenhaufen findet man wenigstens ein bisschen Geld und nicht 2 weiße Items. Also, ernsthaft, ey. Soll ich doch verarschen hier. Ach, ist das nicht eine schöne, ruhige Atmosphäre hier im Palast von Knossos? Man hört nichts, nur den Wind im Hintergrund. Die Skelette und die Automatoi-Krieger hier im Hintergrund manchmal, wenn sie gerade kurz vorm Abnippeln sind, aber ansonsten absolute Stille hier. Ist ein verlassener Palast.
Prometheus Flamme. Sehr schön. Wenn ich die nochmal voll kriege, kann ich im Falle eines besseren Stabs nochmal benutzen auf dem besseren Stab. Und dann ist er nochmal viel besser. Sehr gut, jetzt haben wir alle wieder ein Schild. Und dann sind wir hier auch, glaube ich, gleich am Ende angekommen. Man kann hier durchlaufen durch diesen Schlitz, aber wir gehen mal lieber außen rum. Dann verpassen wir nämlich auch keine Area hier. Ich finde diese Stimme so nice, die jetzt das Team singt, was wir auch in Helos schon hören. Einfach nur nice. Und hier in diesem verlassenen Ort hat es nochmal so ein ganz, ganz anderes Feeling als in Helos, wo ja alles noch mit Menschen versät ist und belebt ist. Und da ist ein Heldenmonster, nämlich Hesperos, der Gebrannte. Ja, ich bin auch gebrannt. Da haben wir was gemeinsam. Hier ist im Übrigen im epischen Schwierigkeitsgrad eins der besonderen Bossmonster. Und zwar Talos. So ein riesiger Automatoi-Krieger ist das dann. Aber wer mein anderes Display gesehen hat, weiß auch, welcher Boss sich hier befindet. Oh Leute, wir sind der Level-Up. Ich habe gar nicht auf die Levelleiste geguckt. Das ist nice. Ich weiß nicht, wo wir genau waren, aber ich gehe mal ein Intelligenz und ein Geschicklichkeit. Und wir wollten ja nicht nochmal 3 in den Golem investieren, wir wollten ja jetzt hochgehen, nicht wahr? Warte mal, okay. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, weil durch einen, das war jetzt gerade ein kurzer Lag und ihr müsst wissen, für alle, die es nicht wissen, sage ich es mal ganz kurz. In Titan Quest kann man, in dieser Version von Titan Quest, wo der Bug noch nicht behoben ist, kann man einen sogenannten Skill-Bug ausnutzen. Und während eines Lags skillen und dann kriegt man mehr Punkte raus. Weil man innerhalb von einem Frame mehr Punkte verteilen kann, als man hat. Ja, heißt also, es laggt kurz und ich habe einen Punkt und ich kann aber mehrfach hier auf Dornhecke meinetwegen drücken und habe dann mehrere Punkte in Dornhecke drin. Und das ist natürlich Betrug. Das macht man in Speedruns, hat man das ganz gerne immer gemacht. Habe ich, glaube ich, auch im alten Let's Play schon mal irgendwann erwähnt. Aber wir wollen das natürlich nicht machen. Also hätte ich jetzt hier dadurch Punkte bekommen, wäre das ein bisschen scheiße gewesen. Dann hätte ich nämlich diesen Punkt die ganze Zeit über nicht investieren dürfen. Und hätte dann quasi immer hier einen Fähigkeitspunkt übrig gehabt. Das hätte mich wahrscheinlich ein bisschen getriggert, dass dann hier immer steht, ein Fähigkeitspunkt übrig. Weil ich müsste halt immer dran denken, dann im Pro Level Up nur 3 auszugeben. Weil ich wirklich keine ercheateten Fähigkeitspunkte haben will. Aber Gott sei Dank ist es nicht passiert. Oh, ich sehe schon, wir müssen definitiv noch das ein oder andere Mal wahrscheinlich im Labyrinth hier verkaufen gehen. Weil wir wahrscheinlich noch ziemlich viele Items finden werden. Ja, wir sind im minoanischen Labyrinth jetzt an. LOL, seht ihr das? Seht ihr ihn? Seht ihr es jetzt schon leuchten? Habt ihr das gesehen? Guckt euch das mal an. Wie geil seine Waffe hier leuchtet. Das liegt daran, dass es ein blaues Schwert ist. Und zwar der Seelenschnitzer. Noch mehr kannst du nicht tragen. Für den ich scheinbar keinen Platz habe. Dann mache ich halt Platz, wenn es sein muss. Denn der ist echt cool. Natürlich muss ich ihn verkaufen, weil er hat hier absolut keinen Wert für mich. Außer halt Gold. Schade. Ein blauer Stab wäre auch mal cool gewesen, oder? Oder ein Brustpanzer oder sowas. Dann könnte ich zwar die Mechanikteile nicht mehr auf ihn verzaubern, aber das wäre es mir wert. Oder vielleicht Armband oder so. Kopfbedeckung. Irgendwas. Irgendwas für ein Magier. Ein Ring. Ein Ring wäre super. Ein Ring oder Amulett wäre eigentlich das Geilste, was passieren kann, um ehrlich zu sein. Das wäre wirklich geil. Die geben einem oft Elementarschaden und so.
gruselige Stimmungsmusik. Ja, das ist ein sehr großes Labyrinth, deswegen denke ich, wir werden hier mehrere Parts drin verbringen. Ich schätze mal zwei. Jetzt sind wir ja schon ungefähr 10 Minuten im Part. Ich werde noch so, sagen wir mal, 7 bis 8 Minuten aufnehmen. Also bis zum nächsten Bund, der hier noch kommt, wahrscheinlich ungefähr. Und den zweiten Teil des Labyrinths machen wir dann im nächsten Part. Und das war es dann auch tatsächlich mit dem ersten Akt. Dann werdet ihr sehen, geht er zu Ende. Du hast keinen Platz mehr. Ich werde mal jetzt schon verkaufen gehen. Warum eigentlich nicht? Die Zeiten sind auch vorbei, wo ich Angst haben muss, dass meine Aufnahme jedes Mal, wenn ich durch ein Portal reise, irgendwie versetzt oder verzerrt ist. Die Biester haben Klauen und Zähne, aber du hast Feuer. Du kannst... Beehre mich bald wieder. Diese Zeiten sind ja Gott sei Dank jetzt vorbei, da ich nicht mehr mit GeForce aufnehme. Und selbst wenn ich mit GeForce aufnehmen würde, auf meinem neuen PC ist das alles... So, was macht der Golem da? Auf meinem neuen PC ist das ja alles kein großes Problem. Im alten PC ist das des Öfteren mal irgendwie dazu Verzögerungen in der Video- und Audiospur gekommen. Das war nicht so nice. Auch jetzt haben wir wieder die schöne Knospenmusik, ist ja auch was Feines. Lol, da ist schon wieder ein Heldenmonster. Wie viele Heldenmonster kriege ich hier? Die macht ordentlich Damage. Aber geklappt hier. Gorgonenkrone bekommen wir dafür, die ich leider nicht verwerten kann, weil man dafür Stärke und Geschicklichkeit braucht. Mehr Gorgonen. Jetzt kommen wir die Gorgonen hier vermehrt vor. Na, gegen die normalen habe ich nichts, nur gegen die, die Feuerfelder machen können. Wir sind zwar hier alle von Feuerringen umgeben, aber trotzdem nicht immun dagegen. Ich weiß ja nicht, wie viel Schadensresistenz das hier gegen Feuer gibt, Schutz gegen Feuer. Ich glaube nicht irgendwie 100%, also dass man komplett geschützt ist. Ich glaube nur so ein bisschen. Jetzt haben wir hier schon so ein Loch im Boden, wo es einfach... Seht ihr, es geht ins gar nichts. Also das ist schon echt beunruhigend, oder? Wo kommt man hin, wenn man hier hinfällt? Da kommt kein Tageslicht hier in gar nichts. Aber man kann nicht reinfallen. Ja, dem Golem macht Feuer nicht so viel aus. Der ist doch sehr geschützt dagegen. Auch ohne das Schild. Leider keine Mechanikteile. Diese Fallen können auch Mechanikteile droppen. Also wenn ich noch zwei weitere bekommen würde, während wir hier in dem Labyrinth sind, wäre das echt super. Dass ich wenigstens das Set hier vollständig habe. Nein, hier hinten geht's lang, bitte. Jungs. Oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Also, ich kenne die Wege in Titan Quest, vor allem die aus dem ersten Akt, natürlich sehr, sehr gut, weil ich da sehr, sehr oft lang gelaufen bin. Deswegen möchte ich immer zuerst da lang gehen, wo es nicht weitergeht. Damit wir auch wirklich nichts übersehen. Und ja, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Sehr gut. Haben wir denn hier? Ein Stab, der wahrscheinlich nicht besser ist als meiner. Dann bekommt mein Golem mal wieder ein neues Schild.
Bei der Gelegenheit kann ich auch eigentlich gleich mal hier das Quest-Tagebuch öffnen und mal gucken, ob wir alle Nebenaufgaben haben. Ja, sehr gut, haben wir. Ich glaube, wir haben auch keine irgendwie nicht angenommen. Also wir haben alle angenommen und gemacht. Wunderbar, dann kommt da oben jetzt, glaube ich, sogar schon der nächste Brunnen. Dann nehmen wir den doch. Als Punkt zum Beenden des Parts. Wenn ich den nächsten aufnehme, dann bin ich wahrscheinlich auch schon wieder... Dann hört sich meine Stimme auch wieder noch ein bisschen besser an. Denn noch bin ich nicht wieder komplett geheilt. Aber es geht bergauf, deswegen kann ich jetzt auch mehr aufnehmen. Wobei ich mal schätze, für euch war das sowieso keine große lange Pause, weil ich ja... sehr krass vorproduziere immer. Gut, dann hier bei dem Brunnen der Wiedergeburt. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschö.